So, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mr. Hypershake's Debut. Ich bin bei Magic Dragon XD und mir ist mit Fraps ein kleiner Fehler unterlaufen. So, und zwar hat Fraps einfach mal wieder, so lieb wie Fraps ist, aufgehört aufzunehmen. Und den Sprung muss ich jetzt bitte schaffen. Bitte schaffe ihn, Mario. Okay, nein, halt so. Was ist das hier eigentlich für Musik? Ja, der Magician hat mich ja auch gebeten, den Hack hundertprozentig zu spielen. Einfach weil er es toll finden würde und so. Das geht doch bestimmt auch so, nein. So, ich springe jetzt über den Bullet Bill, dann mache ich einen Safe State. Dann, ja, den Level hat er hochgeladen. Deshalb kenne ich den auch so gut. Und ja, jetzt fliegen die Buhus sonst wo rum. Deshalb habe ich jetzt hier ein kleines Problem. So, ja, jetzt geht's. Und so, jetzt habe ich es schon geschafft, den ersten Raum. So, was war im zweiten Raum jetzt los? Stimmt, es war jetzt erstmal super extreme Slowdowns. Und dann kam das, kam der Teil mit den Koopas in Windeln. Und so. Naja, Baby. Koopas, die getroffen wurden, die ausgezogen sind, haben ja immer Windeln an, also der Sprung dürfte eigentlich relativ leicht gehen. Was lab ich hier für eine Scheiße, der Sprung ist scheiße. Ja. Fraps hat nämlich meine Stimme nicht aufgenommen und deshalb kenne ich jetzt die ganzen Level hier schon, den kenne ich jetzt schon die ganze Zeit. Aber, ja, ich mag ihn immer noch nicht und das hätte jetzt perfekt geklappt eigentlich. Warum habe ich einfach eigentlich nicht einfach zurückgespult. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt einfach hier ein Safe State und springe gleich in den Tod. Nee. Ich mag die Stelle nicht. Warum gucke ich überhaupt jetzt schon um die Uhr? Auf die Uhr. Und der Hack ist doch nicht so lang, wie ich gedacht habe. Er ist nur drei Welten groß und in der dritten Welt ist nur das Schloss. Also, ja. Also kann ich ruhig 100% machen. Jetzt kannst du mal. Hier, Speed war's. Ich tue sowas sehr ungern, aber jetzt habe ich keine andere Wahl. Jetzt weiß ich auch wieder, was das für eine Musik ist. Dam da 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 dam dam da da dam da dam da dam da 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 da. So geht der Sprung schon mal nicht. So geht er erst recht nicht. Also springen wir auf den drauf. Springen dann da rein und sterben wieder an Todesblöcken. Die ganz niedlich gucken, uns dann aber töten, weil sie böse sind. Ja, das wäre fast. Hätte fast gegangen. Ah, danke. So, jetzt mache ich sie aber auch wieder aus, weil es geht. Speed 1. So. Warum schaffe ich den Sprung nicht? So schwer ist der nicht. Ja, das ist jetzt mies. Wir müssen nämlich unter dem Vulcano-Lotus durch. Und dann natürlich noch wegen dem Auto schwimmen. Ja, der P-Switch lässt uns ja automatisch schwimmen. Oh, das ist lustig, das war lustig. So, jetzt muss ich nur noch da durch und nicht getroffen werden. Und das letztere kann ich nicht so ohne weiteres durchführen. Warum drücke ich den eigentlich nicht schon jetzt? Dann ist ja Vulcano Lotus weg. So. Ja. Und das ist ein kleiner Fehler bei den Blöcken. Der ist kommt in meinem Hack auch vor. Ja.
So, jetzt, weil ich das hier gemacht habe, können wir uns einen schwereren Teil sparen. Und zwar müssten wir hier normalerweise mit Walljump-Blöcken hochgehen und das Trampolin da benutzen. Aber weil ich ja so böse bin und der Magician nicht aufgepasst hat bei der Stelle, ja, können wir das alle... Naja, was heißt nicht aufgepasst? Das ist trotzdem ein tolles Level. Naja, was heißt toll? Ich mag's nicht. Vor allen Dingen der Sprung ist scheiße. Ich hab vergessen, einen Safe State zu machen. Okay, so viel reicht nicht. Das ist zu wenig. Ah, das reicht. So, ja, das weiß ich noch. So, und jetzt, was kam hier nochmal für einen Bosskampf? Was kam hier? Achso, der Kampf. Ja, aber Hilfe, Lags. Der ist eigentlich relativ leicht, wenn man es nur unter den... Podoball, auch Mist, ich hätte es schon fast geschafft. Unter den, oder über den Podoballs. Über die Podoballs. Wie auch immer. Ich stelle mich einfach da hin. Und jetzt bin ich zu weit gerutscht. So, Ich, me don't like that. Das wollte ich sagen. Me don't like that. Ich habe doch auf die Save State Taste gedrückt. Me don't like that anymore. Warum habe ich da ein Save State gesetzt? Das ist doch dumm. Bitte. Fast geschafft. Ah, jetzt war ich zu schnell. Jetzt war ich zu lahm. Jetzt war ich wieder zu lahm. Und jetzt war ich wieder zu lahm. Und jetzt... wartet mal, dieses Schloss geht schon relativ lang. Ich mach mal kurz einen Cut. Sonst bin ich ja wieder desynchron und so. Und ich hasse Podoballs. Oh, der war fast perfekt, das wo ich gerade war. So, jetzt mache ich hier einen Safe State. Oh, ich war durch. An zwei Podoballs vorbei und jetzt stürmt er runter zu Wendy Cooper. Zu Wendy O. Cooper. Ja, er hat wahrscheinlich nur zwei Welten gemacht, weil er nicht mehr Bosse bearbeiten wollte. Beziehungsweise konnte. Man kann ja nur Wendy und Lemmy bearbeiten. Dam da 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 dam da 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 dam da da dam da da dam dam da 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 dam da 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 da. Ja. Und jetzt fall nicht runter. Donkey Kong Country Musik. Dam 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 dam. Ich mag den Level nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Bestimmt im letzten Durchlauf. So, jetzt muss ich nur einmal hier durch. So, jetzt brauche ich Folgendes. Ich brauche diese Box. Dann gehe ich wieder nach da rechts, mache einen Sprung zur Seite, damit die Plattform auch schön spawnt, so wie sie es machen soll. Jetzt schaffe ich es nicht auf die Plattform drauf. So, jetzt muss ich nur noch da. Muss ich nur noch da und mir den Bullet Bill herholen. Nach da und mir den Bullet Bill herholen. Nach da und mir den Bullet Bill herholen. Aber ich sehe noch nicht mal die Steine. Was ist los? Leute, ich mach's einfach so wie beim letzten Mal. Ich habe mir da nämlich Yoshi geholt. Wir sehen uns gleich wieder. So, wieder hier mit Yoshi. Ja. Mal gucken, ob das auch so funktioniert. Ich habe das letzte Mal, habe ich es mit Feder gemacht. Also mit Yoshi und Feder, obwohl ich eigentlich die Feder nicht mag. Ich habe sie aber trotzdem mitgenommen. Federn sind voll cheatig. Genauso wie Feuerblumen sind beide voll cheatig. So, was ich jetzt brauche, ist einmal, dass die Plattform da hinten spawnt.
deshalb gehe ich hier hin und springe gegen diesen hässlichen Block, weil er hässlich ist. Brown Used Block. This is a brown used block. Da da da, da da da. Wie hatte ich das da gemacht? Ich hatte Yoshi da, glaube ich, abgestellt und bin mit Mario da runtergesprungen. Und hab dann den Block da geholt und hab Yoshi eigentlich... Ich hab Yoshi eigentlich nur für eine einzige Sache benutzt, und zwar um oben auf diese Plattform zu kommen. Jetzt muss das Teil nur noch spawnen. Und dafür sorge ich, indem ich aus dem Screen springe. Ah, genau, so, perfekt. So, jetzt muss ich nur noch den Block treffen, mit Yoshi da hingehen und schon habe ich es eigentlich geschafft. Ich muss nur noch Folgendes tun. Und zwar... Möp, Möp. What? Was war das? Egal. Remake Time! Ja, das Level ist geil, die Musik erstmal. Woher hast du die? Ich habe keine Ahnung, wo es die gibt. Ich finde nur eine, die ist voll total komisch. Und das Level ist nicht ganz originalgetreu gemacht. Erstens, die Blockgrafiken sind nicht alle gleich. Es ist also nicht alle richtig. Vor allen Dingen die Used Blocks hättest du noch machen müssen, ummalen müssen. Dann sieht es noch besser aus. Im Hintergrund war doch glaube ich Gras, Feuerblumen. Nein, weg damit. Nein, nein. Genau, so wollte ich das eigentlich. Und dann halt. So, und wo ist der Stern? Da war doch der Stern drin. Aber warum ist da kein Stern? Sag mir, warum da kein Stern drin? Ach stimmt, da war der Stern. Keep the bullet, secret exit. Naus. Nios. Oh Nios. Oh Nios. Oh Nios. So wollte ich das. So, du bleibst mir nämlich weg, du komische Bulette. Aha. So, und jetzt, das habe ich beim darauf habe ich beim letzten Mal gar nicht geachtet. Ich gehe rein und Reset Door. Nee, guckt auf den Background. Dunkler und blinkt. Also, Secret Exit gefunden. Jetzt muss ich nur noch den gleichen Scheiß nochmal hinkriegen wie im Normal Exit. Und das wird gar nicht so leicht, weil ich es nicht mag. Ich schalte wahrscheinlich sowieso wieder die Slowdowns an. Der Sprung ist doch totally leicht. Wow, what the... Was habe ich denn da für eine Scheiße zusammengesaved? Okay, diesmal ging es beim ersten Versuch ohne Slowdowns. Ist ja schön, ich habe dazu gelernt. True or fake? Keine Ahnung, wie das geht. Deshalb versuche ich es gerade erstmal gar nicht. So. Roereninsel. Passt noch rein, denke ich mal. So, jetzt kommt erstmal die erste Scheißstelle. Chuck. Töten. Stirb. So, und dann geht's los. Mit der schönen Musik. Und den hässlichen Koopas. Nein, nein, die sind nicht hässlich. Ich will Nintendo ja nicht beleidigen. Und die leben. Ach, egal. Ich sterbe hier ja sowieso nur, also. So, da ging es einmal hoch. Da war der P-Switch, den ich brauchte. So, ich zeige euch noch, was in der Röhre ist. Das zeige ich euch. Ach Mist, ich habe den P-Switch vergessen. Wunderbar. Ich wollte doch eigentlich nur ohne den P-Switch die Goombas umbringen, weil es leichter ist. So, jetzt drücke ich auf den hässlichen blauen Knopf, der so aussieht wie im normalen Super Mario World. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade so richtig toll gemacht habe. Jetzt muss ich es nur noch mal hinkriegen.
nach richtig reinzuspringen, ohne ohne Sprinten gedrückt zu haben, weil ich ja richtig stylisch den Koopa töten will und dann noch den P-Switch drücken will. So geht's nicht. So auch nicht. So noch weniger. So auch nicht. Och, jetzt nerv nicht. Du hässliches gelbes Vieh und du hässlicher dummer Sprung. So, in die Röhre konnte ich da rein. Ja, da konnte ich rein, aber das war, glaube ich, der falsche Weg. So, jetzt presse ich den Knopf und nein, da kann ich nicht rein. So, ich mache euch mal hier zur Sicherheit einen Safe State. Ja. La 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 la, tot. La. Wie war das? Wie war das hier? Achso, stimmt ja. Ich sollte den Silbernen noch nicht drücken. Ich sollte den nämlich einmal schönerweise und netterweise und was auch immer. So, den Used-Block mache ich noch weg. Sollte ich den mitnehmen? Da, bitte, bitte. Der Silberne ist hässlich. Der hat da unten so rote Flecken. Sieht dumm aus. Und zwar dafür. Nein, das ist nicht schön. So, ich habe kaum Zeit, aber es geht noch in der Zeit. Es passt noch rein, das so zu schaffen. So, jetzt kommt erstmal... Oh, cool, ich habe es beim ersten Versuch geschafft. Oh, was? Warum spule ich so weit zurück? So weit will ich nicht zurückspulen. Okay, das war... Warum spulst du so weit zurück? So, danke. Einmal will ich da drauf, dann will ich da hoch. Und schon haben wir es geschafft. Wieder rein und geschafft. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir es so schnell schaffen. Ja, wieder die Pipe. Also muss ich muss den Magician nochmal fragen, wie das Level da oben geht. Aber erstmal machen wir The Shaker's Keep. Ah, Tabernak war das, glaube ich, oder? Nein, das sieht mir nicht so aus. Nein, das ist nicht Tabernak. Tabernak war es anders. So, hier schön Layer Priority gemacht, obwohl das eigentlich ziemlich sinnlos ist. So, jetzt kommt hier ein schöner Shell Jump. Und ich liebe ja Shell Jumps, ich persönlich. Vor allen Dingen, wenn über einem so ein hässlicher Block ist. Und der Shell Jump mal wieder nicht funktioniert. Der funktioniert bei mir sehr oft nicht. Und ich hasse diesen Block da. So, das war jetzt zu spät. Das war zu früh. Ah! Dritter Block von oben. Dritter Block von oben ist perfekt. Hm, das war die Mitte von zwischen dritten und zweiten. Was passiert hier? Ein Shelljump, ich weiß. Zu hoch, zu niedrig. Okay, dritter Block von oben ist doch nicht so gut. Ich hasse Shelljumps. Habe ich dir das noch nie gesagt? Geht das eigentlich auch so? Nein. Bap, 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 bap. Der Sprung sitzt jetzt. Aber der Shelljump nicht. Aber wenn ich jetzt nicht reden würde, würde der auch sofort funktionieren. Das ist bei mir immer so. Wenn ich nicht gerade immer kommentieren muss, was mache ich denn hier? Ja, ich muss mal kurz schneiden. Ich mache hier einen Safe State, denn jetzt werde ich auch aufhören mit dem Aufnehmen. Ich werde dann später weiter aufnehmen. Bis dahin.